Previously on die Maßnahmen. Stopp, da ist ein Mail reingekommen von der Novak. Sehr geehrte Teilnehmerinnen, ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Maßnahme weiterhin bestehen bleiben wird. Allerdings ist eine Teilnehmerin negativ in den Fokus gerückt, daher ist ihre weitere Teilnahme gefährdet. Betroffene Teilnehmerin ist... Das, ja, Gott, es tut mir echt voll leid. Ich meine, ich glaube, vielleicht ist sie einfach ein bisschen selber schuld. Ohne Grund wird die Frau Dr. Novak sie nicht auf den Prüfstand gestellt haben, ja. Weiß gar nicht, was die Novak plötzlich gegen die hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Du wirst für mich immer ein Teil dieser Maßnahme sein. Sie ist fleißig, sie ist brav, sie macht diese ganze Aufgaben immer pünktlich, so viel ich weiß. Ich? Das geht nicht. Ich? Das muss ein Missverständnis sein. Es sind überhaupt keine Gründe angeführt und nichts. Ja, ich bin hier voll bemüht. Ist das jetzt Mobbing? Das Amt mobbt, der Mob tobt. Ich weiß nicht, mich ärgert schon, weil es lief so gut. Sie wird schon irgendwas gemacht haben, was dazu geführt hat. Was, weiß ich natürlich nicht. Das ärgert mich schon, muss ich sagen. Dass sie das da irgendwie so ein bisschen verkackt hat. Ich kenne diese Beiträge nicht von ihr, aber ich weiß, das kann ich mir vorstellen, dass sie gute Beiträge macht. Sie ist Musterschülerin. Ich würde ihr ja auch wahnsinnig gerne helfen, aber was kann ich denn machen? Ich bin ja auch nur so ein winzig kleiner Teil dieses Systems. Ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Aber nur jetzt, ich will ihr nicht auf den Worten rumreiten, ne? Aber da steht... Teilnahme ist gefährdet. Das heißt noch nicht, dass das aus ist, Margarete. Ja. Tja, aber halt so am Wackeln, ne? Oder wie sagt man da? Ich fordere das jetzt von der ein. Ich schreibe da jetzt hier knallhart, dass das so nicht geht. Ja, das ist sehr, sehr gut, Elke. Ja, das finde ich auch richtig gut, Elke. Warum wirst du aus dieser Maßnahme überhaupt rausgeschmissen? Das verstehe ich nicht. Wenn du eine Maßnahme machst, du machst einen Kurs oder irgendwas für Leute, damit sie was lernen, damit sie Unterstützung bekommen. Warum bringst du jemanden dazu bei, dass du sagst, du musst gehen? Warum ist das so? Wenn Margarete jetzt die Chance bekommt, in eine ganze Woche sich zu beweisen, dass sie das gut kann und dass sie nicht rausfliegt, dann müssen wir sie unterstützen. Boah, ich bin echt so krass froh, dass ich nicht wackel. Du, ich auch. Also, weil das könnte ich jetzt nicht auch noch haben. Also diese Maßnahme, ne, die gibt mir echt einen Kick. Das ist so meins. Auch die Kohle, meins. Meins. Achtung, Mama macht Maßnahme, sagt Valentina immer. Die unterstützt mich da echt prima. Diese Idee mit der Flöte, die ist ja auch von ihr. Nee, ich müsste dann nach Wien und so, weißt du, kann nicht bei Omi bleiben. Das wäre schon irgendwie scheiße. Also. Mhm. Ja. Es war alles so toll, die ganzen Wochenaufgaben, wir hatten so einen Spaß und es ist alles super. Und insofern hat es mich schon gewundert, ja, weil die Margarete, die wirkt so total sortiert, also sehr ordentlich und so. Aber vielleicht stimmt's nicht, ne? Vielleicht waren ihre Beiträge nicht ordentlich. Und ich muss sagen, ich habe mich einfach hier ein bisschen so ans Landleben gewöhnt. Ich finde es irgendwie mittlerweile ganz geil. Wäre schade, wenn das jetzt irgendwie mit der Maßnahme nicht mehr klappen würde. Wäre doof. Ich bin hier jetzt auch gerade am Land bei meiner Tante Lee, weil ich hatte das Gefühl, ich kann so nicht mehr. Ich brauche mal ein bisschen Luft. Ich muss mal wieder atmen, mal wieder. Ich meine, ich fand die eh von Anfang an echt seltsam. Ich meine, sie ist eh nett, aber so ein bisschen weird ist sie schon. Luft und in der Erde. Ne? Ich weiß ja nicht, was die Frau Dr. Novak für Kriterien hat. Waren ja die Videos zu lang? Hat die Margarete sehr lange Videos gemacht? Ich habe da gar nicht gesehen, dass da irgendeine Vorgabe gewesen war, aber hat sie zu früh geschickt? Nein, das kann nicht sein. Guten Morgen. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe gerade eine Mail von der Frau Dr. Novak bekommen und ich habe eine zweite Chance. Um mich zu beweisen, dass ich Teil dieser Gruppe bin, bin ich die Wochenleiterin. Es ist unglaublich. So, ihr Lieben, wie machen wir das diese Woche? Thema? Habe ich schon erfahren, sage ich euch jetzt geschwind. Alles, was Flügel hat, klettert. Ich freue mich sehr, 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 eure Beiträge zu sehen und jetzt hakeln wir mal alle was, gell? Was geht? Na nix, ich bin da bei Freund und
Wir sitzen zusammen, trinken ein Bier, was halt Spaß macht im Leben, gell? Schön, schön. Ja, ich trinke auch was. Ich liebe Bier, aber das trinke ich nicht mehr. Habe ich aufgegeben. Wieso kannst du kein Bier mehr trinken? Weißt du, aus dieser Cup, wo ich komme, gibt es mein Lieblingsbier und so, aber die sind ein bisschen rassistisch. Also nicht ein bisschen, sind richtig rassistisch, weißt du? Und ich habe mir gedacht, nein, ich trinke das nicht mehr. Zack, 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 weg. Hast du recht, man muss im Kleinen anfangen mit den Sachen, das sicher. Und ich dachte, es trifft mich, ne? Also ich meine, ich meine nicht, dass du denkst, dass ich mich freue, dass es dich getroffen hat, ja? Also ich, das meine ich wirklich nicht, Margarete. Ja, ist ja schon gut, Sabine. Ich meine, ich war auch überrascht, dass es mich getroffen hat. Ehrlich gestanden, normalerweise bin ich nicht in so einer Situation, aber was soll man machen? Ich bin überzeugt davon, dass das Leben dir was sagen will. Aha, und was, meine Liebe? Also das ist ja alles so ein stetiger Lernprozess, ne? Also geht da eine Tür zu, dann geht irgendwo anders ein Fenster auf. Ein Fenster auf? Ganz ehrlich, ein Fenster? Ich brauche kein Fenster. Ich brauche eine Tür, ich brauche ein Tor, ich brauche irgendwas, was groß ist, ja? Aber ich brauche kein Fenster, das irgendwo aufgeht. Es ist eh klar, dass ich ihr helfe. Na, Logo. Also, klar. Ich kann ja da auch nicht helfen. Was soll ich machen? Aber ich weiß halt auch nicht genau, wie. Natürlich hilft man anderen gerne. Das. Und ich würde natürlich sofort so eine E-Mail schreiben, aber ich kann das nicht mit dem Zehn-Finger-System. Mir sind die Hände gebunden, auf gut Deutsch. Formulieren, oh Gott. Ich finde, das kann die Elke sicher viel besser. Die hat ja Germanistik studiert, die macht das sicher total toll. Darum geht's ja, helfen, helfen, anderen helfen. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, wer hilft mir denn? Also jetzt abgesehen von meiner Tante Lina. Hat dir Frau Dr. Novak schon geschrieben? Hat die dir geschrieben? Nee, aber du hast ja doch die E-Mail geschickt, oder? Ja, also ich hab einen Entwurf und ich bin jetzt einfach noch nicht dazu gekommen, den wegzuschicken. Oh Mann, und ich habe gesagt, ich schreibe der Novak diese Beschwerde-E-Mail. Da habe ich doch gar keine Zeit für. Stefan ist jetzt in Deutschland auf so einem Assessment. Frage nicht, ich wäre froh, dass der mal weg ist. Du kannst ja nicht monatelang die gleichen Leute sehen. Du, ich komme gerade aus der Apotheke, ne? Ich wollte dieses Moskito-Armband hier umtauschen, das ist der Valentina viel zu groß und jetzt nehmen die das nicht zurück und jetzt muss ich wieder sprayen. Ich meine, dann mache ich die ganze Zeit Desinfektionsspray und jetzt auch noch Moskito und dann kommen die Sommerferien und dann habe ich die 9 Wochen hier, ich weiß nicht. Na, und das Ferienlager für die Kinder haben sie jetzt auch abgesagt. Müsste man permanent auf Abstand halten. So groß kannst du ein Lagerfeuer ja gar nicht machen, dass die da mit so einem komischen Tierabstand ihre Marshmallows ins Feuer halten. Genau das ist der Punkt. Du musst es einfach annehmen. Ja, aber das kann ich nicht. Das kann ich nicht und das will ich nicht, ja? Und ich werde mich auch nicht so leicht geschlagen geben. Ja, Margarete, das ist alles wegen diesen kapitalistischen Gedanken, ne? Das kennst du doch aus eurem Familienbetrieb. Bitte? Ganz ehrlich? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Naja, immer mehr, immer weiter, immer höher. Produzieren, produzieren, produzieren. Ja, immer mehr Wurst. Was redest du da bitte? Wurst ist gesund, ja? Wir können froh sein, dass bei uns jeder satt wird, meine Liebe. Und der Mensch kann ja nicht nur von einer Zucchini überleben. Italien haben wir auch gecancelt. Sollte eigentlich das ganze Jahr canceln. Bei welchem Amt muss man denn da einen Antrag einreichen? Das Einzige, was ich nicht mag am Land, sind die Tratschereien von den Leuten. Die Nachbarin schaut die ganze Zeit rüber, wer ist da, wer ist gekommen, ist das Auto da? Ich hasse das, wirklich. Ricky, das ist egal. Du darfst nicht auf das hören, was andere von dir denken. Da musst du drüber stehen, scheiß drauf. Ja, hast du recht. Ich wünschte, ich könnte das so wie du. Weißt, du bist so eine starke Person, du bist voll das Vorbild, wirklich. Du bist genauso stark. Was laberst du? Schau dich an. Du bist eine ganz starke Frau, Ricky. Bist du ein richtiger Kumpel? Kann man mit dir reden, saufen? Man, du bist so süß. Du bist wirklich eine besondere Person. Machst du mich an, oder was? Ja, ich meine ja nur, ne? Margarete, was wäre denn, wenn du versuchen würdest, einfach das Beste für dich aus dieser Situation rauszuholen? Im Leben geschieht nichts ohne Grund. Und ich bin mir sicher, dass das jetzt die Aufgabe ist, die du zu lösen hast. Hey, ich brauche keine Aufgabe. Ich bin nicht in der Schule. Und ehrlich gestanden, ich glaube, wir lassen das jetzt lieber. Ja? Hat mir heute nicht geholfen, das Gespräch mit dir. Was ist mit deiner Ex? Geht besser? Ja. Ja, das wird schon. Das dauert halt. Das ist halt das. Okay, willst du Patricia wegschmeißen? Ja. Willst du? Du fragst, will ich sie schon wegschmeißen, ja. Ja, willst du? Okay, komm. Wir machen jetzt Ritual.
Linke Hand machst du auch so. Aha. Dann sagst du einmal ihren Namen, aber ganz intensiv musst du ihren Namen sagen. So Patricia. Patricia. Ja, und jetzt spuckst du in die Hand. Richtig, eine spucken. Ja, eine spucken. Ja, sehr gut. Gibst du andere Hand? So rauf. Dann machst du so ein bisschen weg, weg, weg. Dann sagst du Patricia. Patricia. Ja, und jetzt auf und weg. Weg, weg. Einmal schütteln, ganze Körper. So. Weg. Weg. Gut. Ich habe vorhin eine Mail von der Frau Dr. Novak bekommen und da steht drinnen, dass ich nicht gut genug bin für die Gruppe. Sie sehr enttäuscht ist von mir. Da steht drinnen, dass ich voll versagt habe. Dass ich mit der Einstellung nie was werden werde. Ich habe entschieden, genug ist genug. Ich gebe jetzt quasi meinen Rücktritt als Wochenleiterin bekannt. Ich werde aus der Maßnahme aussteigen. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich werde euch schon ein bisschen vermissen. Aber wenn das jetzt alles... Ich kann nicht mehr. Wenn einem Mensch neben mir in der Gruppe nicht gut geht, geht mir auch nicht gut. Wir müssen schauen zusammen, wie kann sie in dieser Maßnahme bleiben, verstehst du? Niemand darf gehen. Niemand. Und wir müssen rausfinden, warum. Warum sagen sie, dass irgendjemand überhaupt gehen muss? Was ist das falsch an diesem System? Was will dieses System von uns? Das ist das Wichtigste. Wir werden zusammen diese alles rausfinden. Margarete, mach dir keine Sorgen. Wir lassen sicher nicht zu, dass du einfach aus dieser Maßnahme fliegst, verstehst du? Wir sind ein Team. Und bei Team macht man so. Ja, das ist total anmaßend von der Novak. Ich verstehe das gar nicht. Es tut mir so leid, dass das in die Hose gegangen ist mit uns beiden letzte Woche. Das hat am Mittreffen können. Ne? Warum sollst du rausfliegen? Ich verstehe das auch nicht. Mir tut es auch sehr leid, dass es so ein Missverständnis war jetzt zwischen uns im Nachhinein. Jetzt greift die dich da so krass persönlich an. Ich meine, geht's dir noch? Ich habe die ganze Zeit schon das Gefühl gehabt, dass da irgendwas nicht passt. Ich meine, die Wochenaufgaben sind schon ein bisschen komisch, oder? Findest du es nicht? Ja, ich hatte auch die ganze Zeit so ein Gefühl, ne? Aber ich wusste halt einfach nicht, wie ihr dazu steht. Sabine, gerade du... Du hast es doch alles voll befürwortet. Ja, aber ich finde es auch total super, dass wir jetzt drauf kommen, dass wir das alle deppert gefunden haben. Ich meine, kann man da früher drüber reden? Ich habe euch total vertraut, dass ihr wisst, was wir da machen. Ja, aber Mädels, das bringt jetzt nichts. Du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Wir sind nicht schuld, verstehst du? Das ist nicht unsere Schuld. Das ist ein klarer Fall von Machtmissbrauch. Ja, natürlich, das ist Machtmissbrauch. Was ist mit Friede, Freundschaft, Solidarität? Die Schnee von gestern, oder was? Hä? Was ist diese Willkür und Ignoranz? Wir müssen da was machen, Mädels. Ja, aber was soll man da jetzt bitte machen, Jenny? Hä? Widerstand. Ja, Jenny, Widerstand ist super, aber wir müssen das gut durchdenken. Nicht, dass wir am Schluss alle Abschlusskandidatinnen werden. Ja, Elke hat voll recht. Ich meine, die muss ihre Kinder ernähren und so. Ja, und ja. Ich meine, ich habe auch ein Megaloch am Konto. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ja, aber wenn diese Frau Doktor, dieser Doktor oder Nix-Doktor, dieser Novak sagt, verstehst du, dass wir was machen müssen? Müssen wir immer machen, was sie will oder was? Wenn dieser Novak sagt, spring aus dem Fenster, springst du aus dem Fenster? Hä? Nein, machen wir das? Nein, es wurde jetzt eine ganz kleine Grenze überschritten. Wir haben echt viele Dinge mitgemacht, ja, aber jetzt reicht's. Es geht jetzt hier um Menschlichkeit. Ja. Das stimmt. Wie gehen wir vor? Du legst dich nieder, wenn der Tag anbricht. Und es ist schon wieder Licht. Aber irgendwie ist es ja auch eh schon wurscht. Es ist ja Zeit, dass du aufhörst mit dem Missen. Als Kind hast du gedacht, es ist ja geschissen. Als Erwachsene hast du das auch gedacht, aber trotzdem gemacht. Du hast keine Lust auf dieses Bla, Bla, Bla. Es war nur schon lang vor dir da. Und wenn's jetzt sagst, was du denkst, dann kannst aber auch gleich liegen bleiben, weil dann will dich eh niemand mehr sehen.